Ich freue mich heute, Sebastian Linder bei mir zu haben. Er ist Filmemacher und hat gerade sein neuestes Projekt vorgestellt. Und zwar ist das der Film Mr. Elektro. Und ich will heute ein bisschen mit ihm darüber reden. Sebastian, in deinen eigenen kurzen Worten, was ist oder wer ist Mr. Elektro? Ja, Mr. Elektro ist ein Mensch, den ich 2010 kennengelernt habe, auf einer großen Südostasienreise. Durch Zufall sind wir zu Mr. Elektro gekommen. Der ist ein Balinese und lebt auf Bali. Und er hat die Fähigkeit, durch seine Hände elektrische Stöße in den Körper eines Patienten zu jagen. Anscheinend. Damals war das so, okay, was passiert da? Das habe ich damals erlebt mit meiner Freundin zusammen. Und wir haben vom ersten Moment an das dokumentiert und mitgefilmt. Erst später kam dann so die Frage, was war das überhaupt? Das war ja unglaublich irgendwie. Ein Mensch, der durch seine Hände elektrische Stöße verteilen kann. Oh mein Gott. Und dann war einfach bei mir als Filmemacher die Idee, ja, darüber musste man einen Film machen und so zurückkehren und herausfinden, was ist da passiert und wer ist dieser Mensch und einen Dokumentarfilm darüber machen. Du hast dich ja selber auch in Behandlung gegeben bei ihm. Wie war das für dich? Ja, es war unglaublich. Also wenn man jegliche Kontrolle über seine Körperteile irgendwie verliert, dann ist das wirklich, also es war eine Erfahrung, die mich das erste Mal komplett erschüttert hat, weil ich wirklich auch dachte, der Mensch, der mit seinen Händen so Ströme verteilt und... Hattest du Angst? Ja klar, also es ist schon... ich denke, man hat vor allem Angst, was neu ist und was man nicht einschätzen kann und nicht erklären kann mit seiner Sichtweise. Und da war schon natürlich eine große Angst da. Und, aber das ist natürlich auch das Spannende dann gewesen, da reinzugehen und sich dem auszusetzen, seine Angst, und dem Zuschauer da eben mitzunehmen. Und ich glaube, das ist einfach auch meine Aufgabe, dann eben in dem Fall mutig zu sein. Hat die Erfahrung mit Mr. Elektro irgendwie grundsätzlich was an deinem Weltbild verändert? Der Film ist nicht nur so eine rätselhafte Reise, sondern er ist auch eine sehr philosophische Reise geworden in manchen Bezügen und sehr wissenschaftlich-philosophisch. Es ist eine sehr spannende Kombination in dem Film. Auf jeden Fall waren es tiefgreifende Erfahrungen für mich. Und diese Erfahrung hoffe ich, in dem Film für den Zuschauer transportieren zu können. Ja, Mr. Elektro. Wer ist Mr. Elektro? Das ist eine gute Frage. Mr. Elektro ist ein... Ja. Und dann hat er uns gezeigt, was er kann. Boah. Das war was ganz anderes. I discovered something that to me was the most amazing thing I've ever experienced in my life. No wires, no aku, no battery, nothing. I must help. I must, you know. Wenn sie nicht selber dabei sind und genau wissen, worauf sie achten müssen, können sie überhaupt nicht sagen, was da jetzt im Anfang gemacht wurde. Das ist lebensgefährlich. You put your life in his hands. Ah, I've done it before. Is it your mission or something like that? Yes, my mission is it. Komm, dahin bergerak nih, gue skip. One more, one, come on, one more, one more, come on. Mysterium konnte nur in einem anderen Land passieren, wo Leute Dinge ausprobieren, die hier niemand probieren würde. I believe fundamentally that the energy that I'm experiencing through these healers provides a key to unlocking something very fundamental about the fabric of the universe. And I know that sounds grandiose and perhaps naive, but I believe it.